Bis heute erschüttert mich dieses Verbrechen. Vor 5 Jahren ermordete ein Rechtsextremist den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der Täter kannte ihn nicht persönlich. Und dennoch hasste er das, wofür Walter Lübcke stand, so sehr, dass er ihn erschoss. Warum? Weil Walter Lübcke sich dafür eingesetzt hatte, dass Geflüchtete anständig versorgt werden. Für dieses Engagement wurde er angefeindet, im Internet an den Pranger gestellt, zur Zielscheibe gemacht und schließlich ermordet. Das ist der eine traurige Jahrestag, an den ich heute denke. Eine andere schreckliche Tat liegt inzwischen 20 Jahre zurück. Der Terroranschlag der Neonazis des sogenannten NSU in der Kölner Kolbstraße. Sie hatten dort eine Bombe gelegt, mit der sie töten wollten. Gefüllt mit hunderten Nägeln, jeder einzelne 10 Zentimeter lang. 22 Menschen wurden damals verletzt. Die Kolbstraße in Köln ist ein Zentrum des deutsch-türkischen Lebens. Die Terroristen des NSU wollten genau dort zuschlagen. Frauen und Männer und Kinder ermorden, bloß weil sie oder ihre Eltern nicht hier in Deutschland geboren wurden. 2 furchtbare Taten. An sie zu erinnern ist mir wichtig, gerade jetzt. Denn auch in diesen Tagen häufen sich Anfeindungen, Angriffe und Beleidigungen. Über 60.000 politisch motivierte Straftaten haben unsere Sicherheitsbehörden im vergangenen Jahr erfasst. Das ist ein neuer, trauriger Höchststand. Das heißt, über 60.000 Mal haben Frauen und Männer Rassismus, Judenhass, islamistische Gewalt, Rechtsextremismus und Linksextremismus zu spüren bekommen. Das sind mehr als 60.000 Angriffe auf unser friedliches Zusammenleben. Lokalpolitikerinnen, Bürgermeister und Ehrenamtliche werden bedroht. Leute, die in ihrem Dorf oder ihrer Stadt den Laden am Laufen halten. Polizisten, Rettungssanitäter oder Feuerwehrleute werden angegriffen. Männer und Frauen, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, anderen zu helfen. Aber unser Staat ist wehrhaft. Wir tolerieren keine Gewalt. Wer andere beleidigt oder sogar körperlich verletzt, muss schnell und spürbar bestraft werden. Polizei und Justiz tragen dafür Verantwortung. Bund und Länder haben vereinbart, Schutzkonzepte gegen Gewalttäter hochzufahren. Mit einem neuen Gesetz schützen wir Lokalpolitiker besser davor, ausgespäht und verfolgt zu werden. Und übrigens ist auch das Internet kein straffreier Raum. Wenn man sich aber anschaut, wie dort Hass und Beschimpfung durch die Decke gehen, dann wird auch klar, wir alle sind gefordert. Wer andere beleidigt, bedroht oder herabwürdigt, der muss überall auf Widerspruch stoßen. Im Netz, genauso wie am Stammtisch oder im Büro. In solchen Situationen einzuschreiten, fällt nicht immer leicht. Aber nur so kommen wir an gegen den Hass, der Herzen vergiftet und Hirne vernebelt. Die Mehrheit der Anständigen, und das ist die große Mehrheit in unserem Land, muss unübersehbar und unüberhörbar sein. So wie Anfang des Jahres, als Hunderttausende für unsere Demokratie und für eine Gesellschaft des Respekts auf die Straße gegangen sind. So wie in der vergangenen Woche, als wir im Herzen Berlins zu Zehntausenden den 75. Jahrestag unserer demokratischen Verfassung gefeiert haben. So wie jeden einzelnen Tag, an dem Bürgerinnen und Bürger sich für unsere Gemeinschaft einsetzen. Die Erinnerung an Walter Lübcke und an das Verbrechen auf der Kolbstraße mahnen uns: keine Toleranz für Hass und Gewalt, nirgendwo in unserem Land.